Die Tür klemmt. Da kann auch das Klima schuld sein. Türen verbinden Räume und wenn es in einem Raum viel wärmer ist als im Raum daneben, dann kann sich eine Tür verziehen. Es gibt aber auch noch andere Ursachen. Also im Laufe der Zeit setzt sich ein Haus oder vor allem auch ein Holzhaus, kann immer wieder ein bisschen nachgeben und dadurch ist die Möglichkeit, dass die Türe sich verzieht. Ja. Sogar neue Türen in Neubauten sind betroffen, weiß der Experte. Das liegt daran, dass das auch noch Restfeucht im Baukörper drin ist. Und man sagt, eine Heizperiode, besser zwei Heizperioden, muss man eigentlich abwarten, bis ein gleichmäßiges Klima im Haus ist und die Türe sich dann auch wieder zurückstellen kann oder rückbilden kann. Verzogene Türen lassen sich aber auch mit wenigen Handgriffen wieder richten. Was Sie dafür brauchen, ist ein Schraubenzieher, ein Imbusschlüssel und einen prüfenden Blick, ob zwischen Tür und Rahmen ein größerer Spalt zu sehen ist zum Beispiel. Problem 1. Die Tür schleift über den Boden. Dann lässt sie sich an den Bändern, also dort, wo sie eingehängt ist, wieder richten. Dann können wir hier am Flügelteil zum Beispiel noch ein paar Gewindegänge nachstellen und sie oben einfach wieder herziehen, dass sie sich unten vom Boden weghebt. Wenn es mit der Hand nicht geht, dann hilft ein Schraubenzieher. Meistens reichen wenige Umdrehungen im Uhrzeigersinn. So, gucken wir, dass es gleichmäßig ist, von unten nach oben. Dann probieren wir es. So. Problem 2. Die Tür schließt nicht. In der Türzarge, also im Rahmen, steckt eine Schraube. Mit einem Imbusschlüssel kann die Tür so eingestellt werden, dass sie nicht mehr wegfedert. So. Stellen wir mal heran, dann probieren wir nochmal. Geht schon, aber noch ein bisschen schwer. Dann kann man gucken, ob man hier am Schließblech eventuell noch was verändern kann. Entweder man kann was wegfeilen oder man kann es vielleicht auch bloß, so wie es hier aussieht, ist ein bisschen eingedrückt, dass man es einfach dagegen biegt. Manchmal hilft sogar nur etwas Fett, weil das Einsteckschloss trocken geworden ist. Hier haben wir das Problem, dass die Falle sich verklemmt am Schließblech, oft weil sie hier auf der Fläche zu trocken ist. Und hier hilft ein einfaches Fett, minimal auftragen, ganz dünn. Und es läuft wieder. Doch leider ist es nicht immer mit einfachen und günstigen Maßnahmen getan. Dann muss eine neue Tür her. Wer auf Qualität setzt, muss mit ca. 600 Euro aufwärts rechnen. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.